Heute geht es, Bubli. Ich lade euch ein zum Gebet für den Bub und für seine Familie. Barmherziger Gott, ein Kind ist geboren. Wir empfinden Freude und Hoffnung. Du schenkst neues Leben und für das danken wir dir. Ein Kind ist uns anvertraut. Wir tragen Sorge und Verantwortung. Und du schenkst Weisheit und Mut. Ein Kind ist stolz. Wir heissen es willkommen in unserer Gemeinschaft. Du schenkst Beistand und Geborgenheit. Du Gott schenkst uns deine Liebe. Wir heissen Kind von Gott und wir sind's. Für das danken wir dir. Amen. Hier, wo wir jetzt zusammen sind, sind ganz viele Wünsche, Hoffnungen und gute Gedanken für Miro und für seine Familie. Ich lade euch ein, dass wir die zusammen noch einmal ins Lied «Grosser Gott, wir loben dich» fassen. Das Mal singen wir die 10. und die 11. Strophe, die beiden jungen Männer machen wieder den Schlussen vor. Matthäus am Letzten. Ganz am Schluss vom Matthäus-Evangelium heißt: Jesus trat zu ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Hey, me, you're in this world.
nicht sagen, wie ein Blümli macht es Freude. Mach auch offen das Herz zu weit. Drum danken wir euch, liebe Leute. Johala, johala. Liebe Frauen und Männer, liebe Kinder, welcher Saft, dünkt euch, ist der wichtigste, der in der Bibel steht? Oder welche Geschichte aus dem Alten oder Neuen Testament haltet ihr für den bedeutsamsten? Es gibt einen Haufen Kandidaten. So Familie Hüth würde jetzt vielleicht sagen, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Liebe, der Dorfspruch für den Miro. Andere sagen, ja, hier in den Bergen ist naheliegend der Satz aus den Psalmen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Das hat sich vielleicht auch gewechselt. Vor 5 Jahren war etwas anderes wichtig, als es heute ist. Und in 2 Jahren ist es noch einmal wieder anders. Für mich selber sind in den letzten Wochen und Monaten die Worte vom auferstandenen Christus bedeutsam geworden. Wir haben es vorhin gehört. Worte aus dem Matthäus-Evangelium, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Worte sind ganz am Schluss vom Matthäus-Evangelium. Der Auferstandene erscheint seinen Jüngern und redet zu ihnen. Und mir dünkt, was er sagt, das ist unglaublich. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir müssen uns einen Moment vor Augen führen, was für einen Trag wird in die Worte haben. Die Nachrichten erzählen jeden Tag, wer in unserer Welt Macht hat. Angela Merkel, der Wladimir Putin, der Donald Trump. Andere sagen, der Markt hat die Macht. Wieder andere sagen, das Volk hat die Macht. Aber die Worte aus dem Matthäus-Evangelium sagen, nein. Die Macht kommt einem Menschen zu, der vor 2000 Jahren in einem Winkel vom Römischen Reich gelebt, predigt und geheilt hat. Nachher ist er, wie viele andere, gefoltert worden und umgebracht worden. Und sind er aber bekennen Menschen, dass Gott der nicht im Tod gelassen hat, sondern in ein erneuertes Leben geführt hat. Dem kommt die Macht zu. Wenn wir uns einen Moment vor Augen führen, was für Folgen die Worte haben, dann müssen wir sagen, wenn Jesus wirklich als auferstandener Christus lebt, dann gehört einem Gott vor Liebe und einem Gott vor Gerechtigkeit Zukunft. Dann setzen sich am Schluss nicht der Zynismus vom Starken und auch nicht die Angst vom Schwachen durch. Sondern dann setzt sich am Schluss das Friedensreich von Gott durch. Das ist wirklich neu in einer Welt, die voller Blut und Tränen und Ungerechtigkeiten und Ohnmacht ist. Ich weiss es, das sind grosse Worte. Und ich denke jetzt vielleicht, er ist so ein bisschen euphorisch, weil wir hier so an einem schönen Ort sind. Vielleicht auch. Aber manchmal können wir die Hoffnung von diesen Worten zumindest spüren oder erahnen. Ich kann mir vorstellen, ihr kennt solche Momente, wo wir das erahnen auch. Bei mir ist es so, wenn ich im Gottesdienst bin, sei es, dass ich stehe oder dass ich hocke, gibt es immer einen Augenblick, der mich glücklich macht, in jedem Gottesdienst. Unabhängig davon, ob der gut ist oder schlecht, ob die Predigt gut ist oder schlecht. Und zwar bin ich dann glücklich, wenn wir als Gemeinde zusammen beten
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Dein ist das Reich. Wenn wir das beten, dann wird mir Licht ums Herz und gleichzeitig spüre ich einen Kloß im Hals. Weil ich weiss, so ist es nicht. Aber so wird es sein. Darum bin ich in diesem Moment glücklich. Irgendwie so fühlt es sich an, dass einem auferstandenen Christus und nicht der Herr der Welt die Macht gehört. Nach diesen ersten Worten fährt Christus weiter, macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Warum sollen Jüngerinnen und Jünger das machen? Erstens darum, dass alle erfahren, wem die Macht in Wahrheit gehört. Und warum taufen? Weil Taufe ein Zeichen dafür ist, zu wem jemand gehört. Und die Bekräftigung, dass wir untereinander als Brüder und Schwestern verbunden sind. Auch wenn wir nicht miteinander verwandt sind. Wir sind miteinander verbunden und haben damit auch Verantwortung füreinander. Und warum sollen wir Gebot halten? Weil wir damit sichtbar machen, dass Gerechtigkeit und der Frieden von Gott jetzt schon gelten. Morgen, aber jetzt schon. Darum kann man sagen, unser Auftrag als Kirche und als Gemeinde ist ganz einfach. In aller Welt kann man sagen, dass jedes Volk und dass jeder Mensch, dass du und dass ich in Hand von einem barmherzigen Gott sind. Schaut, das ist nicht viel. Aber es ist gleich das Grösste, was wir machen können. Und wichtig dünkt mir auch, die Welt tun wir so nicht retten. Das macht ein anderer. Aber wir können ein Zeichen setzen für das Friedensreich und das Reich der Gerechtigkeit von Gott. Unser Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium schließt mit einem Satz, der mir auch wichtig dünkt. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Jüngerinnen und Jünger sind mit der Aufgabe, der Auferstandung zu verkünden, nicht alleine. Wir als Einzelne und wir als Gemeinschaft sind begleitet. Der Auferstandene Christus erhaltet, behütet und erneuert uns. Darin liegt unsere Zukunft. Amen. Amen. Thank you.